dass es mir möglich wäre, auch nur einen Augenblick lang euch in das Innere unserer Seele hineinzuversetzen. So dass ihr empfindet, was wir empfinden, dann würde es euch gegenüber einer Rechtfertigung unserer Liebe ohne Zweifel überall nicht bedürfen. Eurer begeisterten Sympathien wären wir gewiss. So aber ist jenes unmöglich, wie es denn ebenso unmöglich ist, dass jemals wir empfinden werden, was in eurem Inneren vorgeht. Euer Empfindungsvermögen also steht mir nicht zur Disposition. Eure Sympathie steht uns nicht zur Seite. Im Gegenteil. Ungezügelte Antipathie lodert in euch gegen uns und gegen eine Liebe, deren zauberische Gewalt und deren himmlische Herrlichkeit ihr nicht einmal leise zu ahnen befähigt seid. Darum bleibt mir nichts übrig, als an euren Verstand nachstehend mich zu wenden. Als an euren nackten, kalten Verstand, mit nackten, kalten Vernunftsschlüssen heranzutreten. Euer Verstand steht mir zu Gebote. Verstand und Vernunftsschlüsse sind ein gemeinsamer Boden, euch und mir. Auf diesem Boden seid ihr Rede und Antwort mir schuldig. Eure erwähnte leidenschaftliche Antipathie ist ein wesentliches Hindernis einer richtigen, rein objektiven Auffassung der Liebe. In einer Sache fehlt euch die vom Willen nicht bestochene Erkenntnis, welche man mit Recht für jedes Erkennen verlangt. Eure Erkenntnis ist in Fesseln geschlagen von Sympathie für Weiberliebe und von maßloser Antipathie gegen mannmännliche Liebe. Ihr seid Partei, wie ich Partei bin. Unparteiisches, von Parteieingenommenheit freies Urteil kann ich bei niemandem von euch mit irgendwelcher Sicherheit voraussetzen. Ich würde mich auch gar nicht an euch wenden mit meiner Rechtfertigung der Liebe, wäre ich nicht gezwungen, es zu tun. Es gibt auf Erden keinen über euch stehenden Richter, an den ich mich wenden könnte. Ihr beherrscht die Wissenschaft und die Einrichtungen der menschlichen Gesellschaft. Indem ich meine Rechtfertigung deshalb dennoch an euch richte, seid ihr daher Partei und Richter in einer Person. Wolltet das bei eurer Prüfung meiner Sätze bedenken. Nur bei völlig Geschlechtslosen, bei den Engeln im Himmel, würde ich völlig unbefangenes Urteil voraussetzen dürfen. Unbefangene Menschen, die meine Sätze aufrichtig zu prüfen entschlossen sind, bitte ich daher um zwei Dinge. Erstens, den festen Entschluss zu fassen, lediglich mit dem kalten Verstände zu prüfen und wenigstens den Versuch zu machen, von aller Antipathie ihre Vernunft zu emanzipieren. Zweitens, falls tunlich, auch die Stimmengebildeten, Urteilsfähigen zu vernehmen. Keineswegs verzweifle ich jedoch auch an eurer leidenschaftslosen und richtigen Beurteilung. Habe ich doch bei Einzelnen unter euch den Beweis solcher unbefangenen Urteile bereits in den Händen. Der Wahrheit nachzuforschen und den Dingen auf den Grund zu kommen, ist meine angeborene Natur. Dieser Natur auch hier getreu, dann erkenne ich zunächst das sich darstellende Phänomen, nämlich das tatsächliche Vorhandensein mannmännlicher Liebe unter allen Völkern und in allen Jahrhunderten und ihre beharrliche Unausrottbarkeit, nebst der unvermeidlichen Folgerung daraus. Dieser Folgerung, nämlich dass die mannmännliche Liebe irgendwie aus der menschlichen Natur selbst hervorgehe, können wir uns schlechterdings nicht entziehen, wenn wir redlich verfahren wollen.
alle so gerecht gegen mich verfahren, wie ich nach diesen Worten von ihm erwarten dürfte.